Halt! Was ist denn hier? Abi, machen wir den Licht? Ganz einfach, Sie müssen ihn nur am Dock treffen. Ja klar, was für ein Stuss. Halt. So, jetzt mal schauen. Da war es ja dunkel. Gehen wir noch mal dorthin. Oh Mann. Ja, mit dir will keiner reden, Mann. Mit dir will keiner reden. Du bist blöd. Du bist doof. Du willst mopsen. Die bist ein Scheiße. So. Okay, jetzt haben wir ein bisschen ausgeleuchtet. Ja, ich darf wieder. Verdammte Käfer! Was? Was ist Ihr Problem? Nichts. Gefunden? Der Behälter ist nicht hier. Oh, verdammt. Ich bin am Arsch. Wir können nicht aufgeben. Seine Spur endet am Wagen. Sie müssen etwas übersehen haben. Keine Chance. Ich habe das Ding auf den Kopf gestellt. Ich werde eine Woche nach totem, fetten Kerl stinken. So, dann sehe ich halt nach. Du bist auch gleich tot. Gut, wie Sie wollen. Ich könnte etwas frische Luft brauchen. Na, dann geh und stirb, Idiot. So, nehmen wir sie, gucke die fette Mann an. Aber ich bin ja auch fett. Ich muss schauen, ob sie auch mich angehaugt. Anguckt. Ja, so ganz gut getroffen, muss ich mir sagen. Da ist ein Film raus. Kein Behälter. Nichts. Aber wir müssen noch außen füllen, dass das Behälterchen dort drunter geplumpst ist. Ah, Jurassic Park. So, was haben wir hier? Du hast gern genascht. Stimmt's, Gordito? Ja, genascht hat er gern. Das ist der genau dicke Bauch. Weil er gerne genascht hat. Und ist das jetzt auch. Prost. Nein, das ist kein Bier, das ist Grundnahrungsmittel. Okay. Ah, da haben wir noch was Leckeres. Du hattest einen Behälter von etwa der Größe, nicht wahr? Da unten hast du ihn nicht verloren. Du hattest ihn dabei. Er kam eilig zum Auto zurück. Er stieß sich den Kopf und stürzte, falls er den Behälter fallen ließ. Ist er geflogen runter? Wir sind so gut. Sherlock Holmes ist ein Scheißdreck gegen uns. Wir wühlen uns mal durch die ganze Kacke. Na, da bin ich der Rassier-Sau. Ah, der leckere Rassier-Sau. Oh, Baby, ich wusste, ich finde dich. Sie freuen sich aber sehr über die Seife. Das ist genauso ein Stück Seife, wie Sie eine Klempnerin sind. Ja, ich muss mich rasieren. 10 Jahre Forschung. Millionen investiert. Das nächste Weltwunder. Die wollen Ingen fertig machen? Dann hiermit. Die Kronjuwelen. Wenn die das hier verlieren, bleibt denen nichts. Mhm. Das sind Dinosaurier-Embryos, Schätzchen. Dachten Sie etwa, wir suchen nach Rasierschaum? Ja, Rasierschaum. Dinosaurier? Ich verstehe nicht. Das müssen Sie nicht verstehen. Das hält Sie frisch. Mhm. Was haben Sie denn? Nicht sie bewegen. Nicht bewegen. Was? Warum? Weil ich dich nicht leiden kann. Oh Mist. Verdammte Scheiße! Ich sag mal auf der Umtino. Ist es weg? Es ist weg. Oh ja. Siehst du das? So macht man das. Ja! Geschieht dir recht, du Mistvieh! Das winden wir von hier. Gut, Sie kennen den Plan. Meine Jungs schicken ein Boot. Wir geben ihnen den Behälter, werden bezahlt und gehen nach Hause. Wir können nicht zum Treffpunkt gehen. Nicht mit all diesen Monstros in der Gegend. Genau, wir nehmen das Auto. Bringen Sie das Auto her. Ich bleibe hier und gebe Ihnen Deckung. Geht er mir auf den Nüsse.
der Isegir. Wer hat jetzt Angst, hä? Na, du, Asloch, hast Angst. Lies dich jetzt einmal, Chen, mit dem Auto. Der Revolt, Idiot. Also irgendwie anschieben? Irgendwie, ein bisschen zumindest, damit es dir über den Haufen matscht. Ne? Okay. Quicktime. Chadwick, Bewegung! Nein, nein, die Stelle hier ist perfekt. Beide Seiten im Blick. Schlussfeld. Ist ein Match? Der Blödmann? Mehr zu cool. Na, diese Match! Was, nicht Ries? Links der Bums da. Ah, ne, hier ist er doch. Hey, hey, alles klar? Verdammt! Sie haben mich fast umgebracht! Hey, wir müssen aufpassen, Solle. Halt die Fresse. Kein Licht mehr! Das Licht ist aus! Das Licht sehen, ist aus! Wir. Halt die Mut! Ich sehe nichts! Schnauze! Was darfst du? Was? Was? Komm so runter, Mann. Rücken Sie sich. Ruhig bleiben. Denken Sie an etwas Entspannendes. Machen Sie Witze? Nein! Tun Sie mir einen Gefallen und halten Sie den Mund. Es ist egal, ob es uns hört oder nicht. Es riecht halt uns! Doch mal die Klappe. Hier sind wir sicher. Ja, keine Ahnung, was Sie da tun, oder? Ich habe einen Plan. Plan? Was für ein Plan? Sagen Sie doch was. Geben Sie mir die Waffe. Miles, geben Sie mir die Waffe. Meine Waffe? Sehr, sehr witzig. Ihnen meine Waffe geben. Ja, klar. Wir müssen nur das Auto starten und hier wegfahren. Den Wagen starten? Ja, okay. Bevor wir schon Ding mal rauswerfen. Kann ich! Er springt nicht an! Was jetzt? Versuchen Sie es mit dem Schlüssel. Versuchen Sie es nochmal. Vielleicht startet er. Ich habe es schon versucht. Er springt nicht an. Oh, Idiot. Ich repariere es. Ich repariere das. Reparieren das Auto im Dunkeln? Etwa? Ja, genau. Was ist denn los, das Batteriekabel? Was soll das heißen? Wo ist die Batterie? Rechnungsweg dreh. Das ist es. Aha. Ich mache es fest. Haben Sie die Ventile geprüft? Der Typ, der sich um meinen Porsche kümmert, prüft immer die Ventile. Ja, behalten. Na also. Gracias a Dios. Das nervt mich gerade, das Spiel mit den ganzen Quicktimes. Was? Oh Gott! Oh. Mhm. Oh oh. Oh oh. Schau mal. Mal rennen. Okay, Quicktime. Ich hab jetzt. Peng, peng, puff. Keine Kugel, verschwendet. Das sind einfach zu viele. Was schlagen Sie vor? Wir kämpfen. Sie ablenken. Wir müssen sie weglocken. Sie ablenken. Ablenken? Okay. Ja, bin dabei. Okay. Los geht's, Jungs. So, halt. Ja. Ja, frisst ihn. Ja, richtig. Der hat's verdient, der Arsch, der Blöde. Okay, jetzt sollte ich aber mal hier einen Abflug tun. Halt. Ah, Gott. Ah, hat's er! Boah, ey, nur Kick Dames, das ist eine Kacke. Ah, falsche Seite. Machen wir das nochmal. Okay, jetzt haben wir es selber. Das ist ja eine Kacke.
Oh, ey! Bin ich über Eimern? Na? Ich krieg's doch! Aber wenn sie reagiert? Ey, das ist eine Kacke. Also ich muss jetzt sagen, wie es ist, das nervt mich gerade, dieses Spiel. Weil nur dieses Quicktime-Scheiß, ich hab mir noch mehr drunter vorgestellt, wie unter halt die Game of Thrones oder eher gesagt, wie The Walking Dead oder sowas. Also, aber das ist ja ein richtiger Scheiß bis jetzt, muss ich mal so sagen. So. Ich krieg's doch! Ey, wenn das nicht reagiert, kann ich nichts dafür. Echt. Na, ich drück doch. Ey, nur Quicktime, ist es ein Sch. Na! Ist es ein Feld? Na! Verdammt! Ich saffe das! Das weißt du! Wir drücken den Pedal. Kupplung. Und drücken B. Wir haben den Tiger auf der Mutterhaube. Wir haben nicht den Tiger im Dank, sondern wir haben den Dino im Dank. Der Dino im Dank bricht jedem das Genick. Oh yeah. Matsch. Der arme Dino. Also irgendwie Raketesteuerung gerade nicht sehr, sehr präzise, muss ich auch mal dazu sagen. Das ist ganz schön blöde. Wir werden tausende kleine Stotter sterben. Hallo, ich hab mich gedrückt. Geht das schon ganz gut? Mit dem Drücken, ach oh. So, 2 Stunden lang ein Quicktime-Event. Jetzt habe ich noch wieder eingelassen, ja. Rang Bronze, wie die. Also, man hat wirklich nichts weiter als Quicktime-Events. Ach du Kacke. Ich habe wirklich nichts dagegen gegen die Dinger, aber das ist dann schon etwas nervig, wenn man das 2 Stunden lang tut. Der ist lang hin und tot und gestorben. Ich bin gerade mal eine Stunde. Aua. Du bist aber bissig. Na komm, das haben wir gerade gespielt hier. Jetzt nochmal machen. Nö, hä? Und wir sind offiziell zu spät. Ich war fertig, wie du gesagt hast. Ich konnte nur meinen CD-Player nicht finden. Alles in Ordnung, Liebling. Sie fahren nicht ohne uns. Uns? Du kommst mit nach Dallas? Oh, nur mit aufs Festland. Ich muss nach dem Sturm wieder zurück. Ich fahre dich zum Flughafen. Cool. Du bist doof, Papa. Oder Onkel, oder auch immer du bist. Ist irgendwas? Tolle Ohr? Ah, ja. Ach nee, ich spiele aber. Die DJs hier draußen sind nicht so toll, oder? Morgen nicht möglich. So, so hier. Ja. Ja, haben wir ein X. Komisch. Die Lichter am Zaun sind aus. Ist das was Schlechtes? Mhm. Sicher ist alles in Ordnung. Mhm. Die müssen wohl ausgetauscht werden. Kopf hoch. Wenn der Park eröffnet wird, gibt es viel mehr zu sehen. Dann kannst du wieder vorbeikommen. Klar, das klingt gut. Also, zu Hause alles in Ordnung? Wie läuft's in der Schule? Ich weiß nicht, langweilig. Ich habe bald einen großen Spanisch-Test. Na, lass du die Spanisch. Aber deine Mutter kann etwas Spanisch. Ist genau Spanisch. Lasse uns reden in die Spanisch. Hör zu, Jess. Ich habe so viel gearbeitet. Wir hatten kaum Zeit zu reden. Oh oh. Jess, deine Mom hat mir von dem Ladendiebstahl erzählt. Das war nur Spaß. Ich habe nichts Wertvolles genommen. Was hat sie gesagt?
Sie hat gesagt, dass du böse. Sie übertreibt ein Nein. Warum hast du das getan? Schatz, ich weiß, Westlake ist langweilig. In Dallas ist viel mehr los. Aber warum musst du immer klauen, um Spaß zu haben? Ich weiß, ich bin eine Niete. Ja. Liebling, nein, das meine ich überhaupt nicht. Ich will nur, ich möchte, dass du versprichst. Ich habe nur gedrückt. Verdammt. Oh mein Gott, ist sie tot? Nein, sie lebt. Sie atmet. Scheiße. Nur Quicktime, ist das ekelhaft. Gehen Sie bis hierhin. Da sind Sie verletzt. Sie blühten in die Arme. Hallo, haben Sie Schmerzen? Seltsam. Es ist wie eine Art... Oh. Sie braucht medizinische Versorgung. Wir müssen sie ins Besucherzentrum bringen. Wer ist das? Kennst du sie? Ich kann mich nicht an sie erinnern, aber das ist egal. Ist du das ernst, dass du den Wagen fahren kannst? Oh ja, das kann ich. Mom weiß es nicht, aber... Schon okay. Setz dich einfach ans Steuer. Und mach mir keine Angst. Okay. Hat irgendwann mal gesagt, dass die fahren können? Ich will wieder beiwohnen. In Ordnung. Komm, Schatz, wir bringen sie heraus. Fahren wir. Wir bringen sie heraus. So, na komm. Sie können springen ins Bannis bei. Oh, meine Fresse. Da brichst du doch den Finger. Ja. Weiße Augen in der Nacht. Haben wir sie schlimm erwischt? Schlimm genug, aber das hier waren wir nicht. Das ist etwas anderes. Ich prüfe ihre Vitalfunktionen. Bleib ruhig und folge den Schildern, okay? Okay, kein Problem. Was hat der denn wohl vor? Wir prüfen mal die Vital. Ne, was haben wir denn hier? Okay, wir gucken uns mal die Wunde an. Was ist das? Was? Sieht aus wie eine Bisswunde. Gebissen? Du meinst von einem Dinosaurier? Ich weiß nicht. Die Flecken sind ein Hinweis auf Gift, aber das ist kein Dilophosaurus-Biss. Und keine der anderen Dinosaurier ist giftig. Ich glaube, ich will nicht mehr hier draußen sein. Feigling. Aber wir müssen sie ins Besucherzentrum bringen. Wir müssen sie bringen in die Besucherzentrum. Du bist in Lernis Bannis. Radikaler Herzschlag. Puls ist runter auf 33. Nun kann los podrán sacar de aquí. Aha. Na, wenn du das sagst. Mit ihren Augen los? Ich weiß nicht. Es ist wie eine Reaktion auf eine parasitäre Infektion. Vielleicht, keine Ahnung, Toxoplasmose? Aber das erklärt ihre Symptome nicht. Kommen Sie schon. Bleiben Sie bei mir. Wie klug. Sie, ich muss diese Wunde reinigen. Ich glaub, die fahr bitte weiter so vorsichtig. Okay. Ich glaub, die geht ruf, du. Seh nix. Na, ich drück doch schon. Tut doch schon.